damit ein herzliches Willkommen an alle meine Player Gaddon und da draußen zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, Thomas und Player Gaddon. Vielleicht ist es einigen schon aufgefallen oder ihr erkennt es einfach am Titel der Folge. Ich nehme heute nicht mit meinem gewohnten Aufnahmeprogramm auf, sondern mit Elgato. Ja, ihr könnt mir mal unten in die Kommentare schreiben, wie ihr so die Quali findet. Also ich finde die eigentlich, boah. Auf dem PC sieht die nicht so knorke aus, vielleicht sieht die nachher beim Rendern besser aus, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall, heute ist wieder Besuchstag, 4 wollten besucht werden und ich würde auch sagen, wir fangen direkt mit den Besuchen an. Ich überspringe lieber die Clan-Suche und dann bis gleich. So, das war jetzt eine Suche mit dem Clan. Ich konnte meine eigene Schrift nicht lesen, dann hatte ich Probleme. Am besten, ich halte jetzt einfach die Seite hier offen. Die letzte Besuchsfolge, die Kommentare. Wäre eine gute Idee, wenn ich hier offen halte. Der erste, der besucht werden wollte, ist der Prince on Back. Heißt er zumindest. Ist er hier im Clan? Jakob der Große. Super Lul. Yo, ist er noch im Clan oder ist er nicht mehr im Clan? Bob der Meister, Dom, Dean, Relax, Tropfer, Alex, Amos, Commander. Koasa, Oberlo, Mein Gadget, CK, Zitwin, Sebo der Barbar, Mountain, Pascal, Momo. Yo, Prince on Back. Anscheinend bist du nicht mehr in den Clan drin. Schreib mir doch deinen neuen Clan in die Kommentare und du wirst auch besucht. Yo, dann würde ich sagen, ich suche den nächsten Clan. Hoffentlich ist der nächste auch im Clan drin. So, der nächste, der besucht werden wollte, ist Janomat. Aus dem Clan Bros to End. Ja, das cutte ich jetzt nicht. Ich habe seinen Namen gesucht und ja. Hier der einzige Clan, Janomat, Level 57, Silberliga 1. Mal schauen, was uns sein Dorf sagt. Sein Dorf sagt uns Rates Level 8, Farming Base. Etwas zu früh hochgegangen, meiner Meinung nach, aber Spielspaß soll ja da bleiben. Was ich dir empfehlen würde, Magiertürme unbedingt auf 4 upgraden, mindestens auf 4 würde ich dir empfehlen. Minenwerfer. Ja, alle auf 5. Einen hast du ja schon auf 5 gemacht. Da kannst du auch die anderen durchziehen. Zieh es einfach durch. Grace hier gerade eine Luftabwehr auf 3 ab. Eine Kaserne auf 9. Ja, die Luftabwehren würde ich mindestens auf 4 machen, wie du das da gemacht hast. Die anderen Mauern auf Level 6 machen. Und dann 7. Ja, ich würde erstmal die Verteidigungsgebäude ein bisschen weiter hoch machen. Und dann auf 7 starten von der Base-Ausstellung her. Ja, deckt 2 Lager ab. Deckt... Ja, 2 Lager ab. Einen halben. Aber hier, 5 Lager in einer Mauernreihe. Wenn die Lager mal voll sind und der Gegner einmal durch ist, dann siehst du schon alt aus. Bartstruppen Level 4. Die Barbaren gehen aber auch noch auf 5 und die Bogenschützen gehen auch noch auf 5. Wir können mal in deinem Profil schauen. 100 Millionen Gold hast du auch noch nicht geklaut, okay. Ja, was ich empfehlen würde, du bist so früh hochgegangen. Den Fehler, den hat, glaube ich, jeder mal gemacht. Glaube ich zumindest. Also ich habe den zumindest auch mal gemacht. Ich war schon auf Level 42 auf Rathaus Level 8. Ey, das waren noch Zeiten damals. Yo. Ja, was ich empfehlen würde, wie gesagt, erstmal die Verteidigungsgebäude upgraden. Die Bogenschützentürme mindestens auf 8. Sonst sind die ja hier einigermaßen Knorke, würde ich sagen. Joa. Mach weiter so und dann sieht das doch gut aus. So, Spongeboss, so heißt der Clan. Tahar wollte besucht werden. Spongeboss, oh, davon wird es viele geben. Ich hab's gesehen. 11 Mitglieder hat er geschrieben, ja. Ich werde mal suchen und mal gucken, ob wir ihn finden. Lieber Tahar, ich habe jetzt eifrig gesucht, aber ich habe deinen Clan nicht gefunden. Es tut mir wirklich leid. Schreib mir doch deinen neuen Clan unten in die Kommentare, dann wirst du auch besucht. Ja, also ihr müsst damit absehen, dass ihr mindestens eine Woche im Clan bleibt, denn die Besuchsfolgen kommen ja nur einmal mittwochs. Ja, einmal die Woche mittwochs. Und ja, also wenn ihr besucht werden wollt, solltet ihr so lange in den Clan bleiben, dann könnt ihr ja rausgehen und dann... Ja, Tobias! Lieber Tobias, in der letzten Folge hatte ich ja vergessen, dich zu besuchen. Aber heute wird es getan. Hashtag 2PJY. 2PJY. UL. Ach, es wollen mich doch alle verarschen. Ich überspringe wieder die Clansuche. Lieber Tobias, es tut mir wirklich leid. Ich habe die auch nicht gefunden. Also dein Clan-Hashtag-Kürzel scheint falsch zu sein.
Naja, 4 haben sich beworben, einen konnte ich besuchen, egal. Tobias, schreib's mir unten in die Kommentare. Du wirst auf jeden Fall besucht, aber ja, von der Länge her des Videos würde ich sagen, wir machen noch einen Angriff. Ich habe hier noch einige Magier drin. Da ich diesen Clankrieg, ja, die Clanburg füllen sollte und ja, die Magier müssen wir loswerden. Also würde ich sagen, ich suche mal einen kleinen, aber feinen Gegner raus und bis gleich. Loot. Naja, ganz feiner Loot auf die englische Art. Was laber ich da eigentlich? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Das ist nicht der größte Loot, aber Kleinvieh macht auch Mist, würde ich sagen. Deswegen snaggeln wir uns den hier noch einfach. Ja, komm. Die Magier werden wir jetzt los. Setzen wir wie Bartstruppen auf, wenn die viel teurer sind und mehr Damage machen. Aber macht ja nichts. Wir haben schon das meiste. Ah, da sind noch einige Goldminen drin, aber macht ja nichts. Ein bisschen Dunkles wäre auch nice, wenn ihr das mitnehmt. Sauber, Jungs. Habt ihr sauber gemacht. Und natürlich auch die Bogenschützen. Nicht zu vergessen. Los, die eine Goldmine könnt ihr euch noch snaggeln. Die Blitzzauber muss ich aber nur loswerden. Aber ich will die irgendwie an Dunklem loswerden und nicht an so einem Gegner. Egal. Irgendwie werden wir die schon irgendwo los. Come on, Baby, come on. Ich hätte nur die Helden setzen können, egal. Wir beenden mal 66%. Ein Stern reicht doch. Der Loot war nicht der oberpornöseste, aber mit dem kann man arbeiten, finde ich. Ich weiß nicht, ob ich darf, aber zweiter CW-Angriff mit Schweinis. Ich hab es langsam drauf mit denen, okay? Schauen wir uns mal ganz kurz an. Hast du das nicht heute schon geteilt? Ich meine, den Angriff hast du schon geteilt. Egal. Ja, aber es ist ein Town Level 7, ne? Und war der Wert Sergey? Ja, Raut ist Level 8er. Kommt drauf an. Schwein ist immer so risky, würde ich sagen. Denn entweder 3 Sterne oder 1 Stern ist das Angebot der Schweine sozusagen. Ja, ist Geschmackssache, wie man das sieht, auf jeden Fall. Ich kann euch ja mal den letzten Clankrieg zeigen, ihr werdet es nicht glauben, aber wir haben 36 zu 35 gewonnen. Die Gegner haben am Ende mega gefailt. Denn am Ende, am Anfang hatten die ja so einen großen Vorsprung und schaut euch das an, wie die hier einfach nur gefailt haben. Da, gefailt, gefailt, gefailt. 5 Fails hintereinander und das hat am Ende den Unterschied gemacht. Ein Glück, würde ich sagen. Und wir sind jetzt Clan Level 3. Wir müssen uns mal ganz kurz anschauen, was die Vorteile jetzt sind. 20% Truppenrückerstattung, extra Kriegsbeute, 10%. Nice one. Really nice one. Okay, dann würde ich sagen, das war's dann für die heutige COC-Folge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ruhig einen Daumen nach oben da. Und lasst mich in den Kommentaren wissen, wie ihr die Elgato-Aufnahme findet. Wenn ihr die besser findet, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Und bis zum nächsten Mal, sagt euer Hipster Thomas. Ciao.